Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Emergency 4. Diesmal mit der Dorfmod Schriez. Ja, das hier ist so ein bisschen vorher aufgenommen. Einfach nur, weil ich mal wieder was bringen wollte. Also, es wird wahrscheinlich an dem Tag rauskommen, nachdem die Version 8 rausgekommen ist. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich schon lange am Aufnehmen oder Streamen oder so sein. Na, mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie das alles ablaufen wird. Gut, wir haben einmal einen ausgelösten Heimrauchmelder hier in diesem Haus. Der am Piepen ist. So, das heißt, wir wollen einmal die Ortsfeuerwehr Schriez. Lass mal über Dings alarmieren. Über DME. Ist ja jetzt nur ein ausgelöster Heimrauchmelder, ne? Momentan. Ah, ich muss noch einmal kurz ins Hauptmenü, weil der Sound wieder sehr leise ist. Habe ich den Sound mal etwas lauter gedreht. Genau, der Drucker lief auch schon. Oder das Faxgerät. Besser gesagt. Also, da kommen auch schon die ersten, die sich aufs Auto setzen können. Ja? Kommt auch schon der nächste. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir 4 Leute auf dem Auto. Das heißt, 2 fehlen noch, bis das Auto voll ist. Müsste das Auto gleich voll sein. Oder? Er hier fehlt noch. Er soll einsteigen. Dann ist das Auto auch voll. Na, momentan haben wir noch keinen Gruppenführer. Was ich glaube ich auch nicht ändern wird. Oder? Na? Nein. Ändert sich nicht, kein Gruppenführer an Bord. Das ist doof, dass wir keinen Gruppenführer an Bord haben, weil wir dann nicht arbeiten können, vernünftig. Weil ich den Gruppenführer brauche, wegen Erkundung. Ja. Und das heißt, ich muss weitere Wehren nachalarmieren, damit ich den Gruppenführer habe. Das ist schön, dann alarmiere ich mal Dahlheim nach. Die noch ein Stück vorfahren. Die fahren hier auf das Gelände. Also er fährt hier auf das Gelände. Ja, ich musste leider nachalarmieren, weil ich keinen Gruppenführer habe. Weil ich keinen Gruppenführer habe. Na gut, die können sich mal ausrüsten. Mal gucken. Du solltest hier auf das Gelände fahren. Dankeschön. In der Zwischenzeit kann ich vielleicht schon mal die Polizei alarmieren. Dass hier ein Streifenwagen kommt. Falls wir die Tür noch aufbrechen müssen, dass wir da die Polizei haben. Ja. Höre.
weiß, es ist schwierig mit mir, weil ich ständig total aktiv bin und jeden Tag streamen und jeden Tag Videos bringen und so weiter und dann mit einmal wieder gar nicht. Ich weiß auch, dass er scheiße ist, aber es ist manchmal schwierig, wenn du immer das Gleiche machst, also immer das Gleiche spielst. Dann kommen mal Dinge dazwischen, dann kommst du aus diesem Rhythmus raus und dann ist es meistens schwer, wieder reinzukommen, wenn du da nicht so Lust drauf hast. Achtung, ein Brandausbruch wurde gemeldet. Wahrscheinlich durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst. Löschen Sie die Brände. Gut, dann übernimmt das TSFW den zweiten Einsatz. Während das MTF auf den, ja, auf die anderen wartet, um einen Erkundung durchführen zu können. So, ihr macht C-Schläuche, ihr beide nehmt B-Schläuche. So, Verteiler dahin setzen. Standrohr setzen, anschließen. Und dann kannst du die Pumpe starten. Gut, der Einsatz ist abgearbeitet. Die haben einen Gruppenführer mit. Das ist schon mal gut. Zwölf vierzig einundzwanzig. Einmal zur Erkundung vor. In der Zeit, wo er erkundet, kann ich hier mal die wieder abbauen. Alles wieder aufs Auto verlassen. Schläuche alle wieder aufs Auto rauf. Die können sich wieder umziehen, haben ihren Einsatz beendet. Keine weitere Feststellung, Einsatz für die Feuerwehr beendet. Status 1, jetzt wird hier alles zugemacht. So, was ist mit... Hier ist irgendwie ein Feuerwehrmann oder was? Da ist irgendwas, da steht ein Feuerwehrmann. Das ist der Gruppenführer vom... Naja, gut. So, die können wieder einrücken. Die können auch in Status 1 gehen. Die können in Status 1 gehen. Die Polizei kann auch in Status 1 gehen. Dann lasse ich sie alle wieder einrücken. Das TSFW ist schon wieder da in der Wache. Kein Piepen beim Rückwärts reinfahren.
haben die Kameraden wahrscheinlich abgeklemmt, weil es zu nervig war. Der Kamerad wird da gleich im Tor stecken bleiben. Beziehungsweise im Tor stehen bleiben, weil er verbuggt ist. Und der Kamerad bleibt hier anscheinend auch stehen. Das sind so kleine Bugs. Ich weiß gar nicht, ob es eine neuere Version gibt, die solche Bugs behebt hat. Behoben hat, nicht behebt. Aber sonst ist das alles halb so schlimm. So. Brand durch Zigarette ist abgearbeitet und Heimrauchmelder ausgelöst. Auch. So, dann wollen wir mal weitermachen. Stimmt, ich habe gar nicht. Ich muss kurz noch mal was gucken. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Achso, ja gut. Ey, na, lässt du das? Genau, hier läuft das weiter. Erstmal. Ja, das ist halt auch bei Schried so. Es ist halt eine Dorffeuerwehr, ne? Und da hast du nicht jede Stunde drei Einsätze, wie zum Beispiel bei Bieberfelde, sondern du hast halt am Tag oder in einer richtigen Dorffeuerwehr ist es ja so, da hast du fünf Einsätze im Jahr. So eine Feuerwehr, wo ein kleines TSFW steht, hast du normalerweise fünf Einsätze im Jahr. Ne? Aber naja. Das wäre natürlich hier doof, wenn du jetzt irgendwie sehr, sehr, sehr lange warten müsstest, damit du da irgendwelche Einsätze hast. Ist ja auch in Wegberg so, ne? Die haben, ja gut, die haben auch ein paar mehr Einsätze, aber die haben wahrscheinlich auch nur einen Einsatz in der Woche oder am Tag, ich weiß es nicht genau. Und das wäre ja doch ziemlich langweilig, wenn das so wäre. Brandausbruch durch ein defektes elektrisches Gerät. Kümmern Sie sich um die Brände. Oh, okay. Gebäudebrand. Dann haben wir einmal einen Gebäudebrand. Da würde ich gerne mal die Feuerwehr Schrieds mit Sirene alarmieren. Einmal. Okay, laut ersten Meldung haben wir massiven Feuerschein. Ne, Flammen schlagen schon aus den Fenstern, drohen in weitere, ja, aufs Dach überzugehen oder ins weitere Obergeschoss. Breitet sich bereits auf einen Baum über. Aus meine ich, nicht über. Aus. Lassen wir die mal alle einsteigen. Dann fahren wir mal zum Einsatzort. Gut, den kann ich nicht nutzen.
Und dann würde ich auch gleich mal eine Nachalarmierung von Dahlheim einleiten. Nee, warte. Ah, ich bin dumm. Ja. Gut, dann müssen die sich so ausrüsten. Ah, Armschutzgeräten. Ja. Dann können die sich schon zwei B-Schläuche schnappen. Und weiter geht zur Erkundung vor. Die können ein bisschen weiter hier parken, dass wir die Straße zu haben. Einsatzleiter, Brand im Gebäude. Zwei betroffene Personen. Das bedeutet, wir haben definitiv eine Personenrettung im Gebäude. Ich schicke die beiden ins Gebäude vor. Beziehungsweise die Frau liegt ja davor. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit dabei die Betroffenen auch vom Gebäude berücksichtigt werden. Dann benötige ich einmal Streifenwagen sowie den RTW aus Winnen. Weitere Personen umgekippt. Keine Erste-Hilfe-Koffer dabei. Was? Es gab eine Explosion. Das Auto ist explodiert, ist so. Dann wird Spünen nochmal nachalarmiert. Ich weiß, dass es jetzt unrealistisch ist, dass die ohne Wasser vorgehen. Erste Person gerettet, beziehungsweise wird gerettet. Schon unterwegs. Komm, geh in die Ecke da. Schon unterwegs. Für alle, die sich wundern, warum ich mich nicht so auf die Brandbekämpfung konzentriere, die Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung. Dann brauche ich noch den... Ach, ich habe die Ortsfeuerwehr Winnen alarmiert. Oh, ja gut. Brauche noch ein RTW aus Winnen. Okay, wir haben drei Personen aus Gebäude gerettet. Hier kann ich die Brandbekämpfung intensivieren. Möchte ich die hier einmal hier haben? Was gibt's?
Genau, die können das Auto eigentlich erstmal auf die Seite stellen, weil das nicht benötigt wird. Die packen gleich die Pumpe aus, hier im vorderen Bereich. Gut, ich habe zwei Artenschutzgeräteträger auf diesem Auto. Du kannst den Schlauch holen. Du kannst die Pumpe holen. Feuer breitet sich momentan aus, aber es sind ja weitere Kräfte auf Anfahrt. Du hast die Pumpe. Jetzt bin ich am Überlegen. Jetzt muss ich aber erstmal den Hydranten haben. Hier vorne ist einer, dann kann ich die Pumpe hier in den Bereich einsetzen. Geh du bitte mal weiter rüber da. Die Pumpe wird dann vor der Tür eingesetzt. RTW ist eingetroffen. Brauche noch weitere Rettungsmittel. Ja? Ist in Arbeit. Ja? Bin unterwegs. Auf dem Weg. Was gibt's? Auf dem Weg. Spünau kann dann. Ah, die haben nur Atemschutzgeräteträger. Ah, die kann ich im hinteren Bereich einsetzen. Die sollen jetzt irgendwie dahin fahren. Ihr beide holt euch mal zwei C-Schläuche jeweils ein. Wo ist hier noch ein B-Schlauch? Er kann auch behandeln, das ist schon mal gut. Einmal als Atemschutzgeräteträger ausrüsten. Okay, wir haben hier eine Person, die vermutlich gerade verstirbt. Reanimation. Notarzt ist bereits alarmiert. Es wird ein weiterer RTW nachalarmiert. Ja. Habe verstanden. Verkehr wird umgeleitet. Natürlich, ist klar. So, setz den Verteiler und beam dich woanders hin, damit du nicht hier im Gefahrenbereich stehst. Patientin wird sogar hochbehandelt. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wird ausgeführt. Okay, bewegt du dein Hintern darüber, gehst du nach vorne. Wie macht das? Müsste das wieder funktionieren? Durchgeführt.
Ich habe auch schon mit einer der wichtigsten Einsatzregeln gebrochen. Und zwar, dass wir uns entscheiden, auf welcher Seite wir die Autos hinstellen, damit nicht sowas entsteht wie hier, so ein riesiges Chaos. Genau, ich habe jetzt zwei RTWs alarmiert, benötige aber noch einen dritten RTW. Gut. Das NAF bzw. der Notarzt kann sich ja um die reanimationspflichtige Patientin kümmern. So langsam ist das Feuer doch unter Kontrolle. Die beiden können sich zurück zu ihrem Auto bewegen. Ein Patient kann aufgenommen werden. Zweiter RTW müsste jetzt aber noch eintreffen. Beziehungsweise ich kenne ja die Behandlung durch den Notfallsanitäter. Auch wenn man vom Teufel spricht, trifft er auch schon ein. Das ist gut. Behandlung wird gleich vom Notfallsanitäter fortgeführt. Und die beiden können einmal ins Krankenhaus fahren. Was ist das denn hier für ein Schwachsinn, was du hier veranstaltest? Geh mal auf die Seite. Vorwärts, Abfahrt, jetzt. So, ab ins Krankenhaus. Der Bereitstellungsraum wird ein Stück erweitert. Wird gemacht. Es wird eine Trage vom Auto geholt. Die beiden können ins Krankenhaus fahren. Ja, bin unterwegs. Ach nee, das Auto steht sogar auf der richtigen Seite. Aussteigen. Jetzt ziehen die sich schon. Ah, naja, egal. Ich wollte das Auto eigentlich. Bin unterwegs. Aber naja. Gut, dann wird hier die Person, die reanimationspflichtig ist, transportiert. Hier vorne habe ich noch ein Rohr frei. Ein Stück weiter nach hinten? Ne? Naja. So, eine Brandbekämpfung im Gebäude. Wieso kommen die ganzen RDWs eigentlich aus der Richtung? Genau, du bist ja vom Notarzt. Ihr sollt doch ins Krankenhaus. Ja? Im Weg. Was gibt's?
Irgendwas fehlt. Ach ja, wieder Chaos. Oder kann er hier nicht weg und gehört er eigentlich? Er gehört. Schier. Ein Dreck. Gut, das Feuer breitet sich wieder aus. Ob ich das jetzt so hinkriege. Steig du nochmal aus hier. Du holst die Trage. Nimm mal die Person weg, vielleicht entpackt er sich ja. Ja, du solltest vielleicht auch mal den Schritt zurück wagen. Jetzt bewegt dein Hintern da aus der Ecke. Hast du es verstanden? Mein Gott, gibt's da nicht. Ja, bin unterwegs. Das Auto möchte ich einmal auf die andere Straßenseite versetzen. Was gibt's sofort? Höre. Alles klar. Abfahrt. Ah, er hat sich anscheinend entbuggt. Hoffentlich. Er bewegt sich, das ist schon mal gut. Warte mal. Hä? Ja? Wieso ist er denn jetzt da und ja, da und da und... Verstehe ich nicht. Höre. Auf dem Weg. Es ist Chaos, so wie eigentlich immer. Ja. Okay, renn einfach weg, Alter, weil du fast überfahren wirst. Cheer. Wo ist der andere RTW eigentlich hin? Hä? Okay, ist der einfach weggefahren? Ohne Personal? Oder was? Oder irgendwie mit Personal, aber doch irgendwie ohne? Hä? Verstehe ich nicht. Okay, was macht er jetzt? Findet sein RTW nicht wieder, oder was? Ja, geil. Naja. Ja, das Feuer im Gebäude flammt immer wieder auf. Wird umgehend durchgeführt. Deswegen ich jetzt ein wenig andere Mittel anstrebe. Nein, geh rein, rein ins Gebäude, bitte geh ins Gebäude. Dann haben wir jetzt hier die Treppe hoch. Hier, hier, hier und dann hier rein. Oder auch nicht. Oder da rein. Hä? Dann? Feuer breitet sich wieder aus.
Umfeldbeleuchtung einschalten. Lichtmast kann ich, glaube ich, nicht kriegen. Oder? Nein. Ja? Okay, die Patienten sind abtransportiert. Notarzt fährt jetzt auch wieder heim. Dann möchte ich aber noch einen RTW, der gerade frei ist, an einer Stelle haben. Zwecks. Hier, Bereitstellung. Genau, dann habe ich hier noch die Feuerwehr. Die beiden können sich einmal mit Atemschutz ausrüsten. Die beiden können sich B-Schläuche schnappen. Dann möchte ich von hier noch einen Angriff mit aufbauen. Ja, bin unterwegs. Ja, damit mir das Feuer wirklich nicht damit rüberläuft. Das wäre nicht ganz so schön. Ja? Die beiden holen sich Zielschläuche. Ja? Ja? Bin unterwegs. Du kannst ja... Verstanden. Nee, warte, stopp. Du legst dir erstmal Atemschutz an von dem Auto. Genau, also der Bereich noch ein bisschen besser abgedeckt. Das heißt, ich habe diesen Bereich hier abgedeckt, ich habe den Bereich abgedeckt und den Bereich. Das bedeutet, ich benötige theoretisch noch eine Einheit, die den Bereich abdeckt. Ja. Der Bereitstellungs-RTW ist auch eingetroffen. Hätte ich denn noch weitere Kräfte? Geißen könnte ich noch nachalarmieren. Ein ziemlich langwieriger Einsatz, muss man ja sagen. So, alles wird jetzt aufs Haus konzentriert. Und irgendwoher nehmen die sich jetzt die... Der eine nimmt sich jetzt irgendwoher eine Motorwelle. Ich möchte gerne wissen, von wo. Ja. Okay, er steht da und so. Es wird eine massive In- und Außenwand bekannt, ne?
da ich die Innenbrandbekämpfung etwas verstärken möchte. Stockwerk ist jetzt ein Feuerwehrmann zu löschen. Von außen wird massiv mit Wasser draufgegeben. Ach, er hat sich gedacht, ja, das ist mir zu warm. Ja, das ist natürlich doof. Ich sag nicht nur das, oder auf der anderen Seite hat man eine Motorsäge. Na komm, geh beiseite. Du blockierst die Feuerwehr. Okay. Ich will nämlich einmal hier Bäume fällen. Bäume und Hecken und ist alles weg. Das Problem kann ich nicht lösen. Ich will mal ein bisschen auf die Gesundheit der Feuerwehrleute achten. Ach ja. So. Baum fällt. Hecke brennt. Wird gesägt. Der Feuerwehrmann kann die Person mal von der Straße holen, dass der Verkehr hier abfließen kann. Die Feuerwehr ist eingetroffen. Also das eine Auto von denen. Geißen müsste das sein. Geißen. Feuer wird anscheinend gerade ganz gut unter Kontrolle gebracht. Momentan. Was? Wieso? Was musst du? Nein! Oh Kacke, jetzt hab ich... Jetzt habe ich richtige Scheiße gebaut. Bauen sie nämlich alles ab. Naja. Alles klar. Das ganze Auto ist verbuggt. Nice.
Ach, da sind die restlichen Fahrzeuge der Feuerwehr. Geißen? Habe ich eigentlich noch Feuerwehren? Ja. Oh, Kloster Thunsee kann ich noch alarmieren. Das war's dann auch schon. Dann hätte ich alle Einheitskräfte, die ich alarmieren kann, an einer Zelle. Eieieiei. So, baut du das mal ab. Falsche Person. Baut du das mal ab. Wahrscheinlich auch falsche Person. Steig du mal aus und du bist verbackt. Ganz entspannt. Shit. Naja. So, da muss dann mit der Bombe gefüllt werden. Dann habe ich das eigentlich. Gerinnet oder haben wir eins, ja? So, dann wird ihm nämlich jetzt nicht gefällt. Ja, da müsste theoretisch fast alles weg sein. Was da jetzt noch brennen könnte. Na, Feuer ist ja so weit unter Kontrolle. Das Feuer ist sehr schwer unter Kontrolle zu kriegen. Beziehungsweise zu behalten. Ja, ich würde aber sagen, das war's dann auch. Ich meine, ist halt langweilig, wenn ihr jetzt hier eine Stunde lang zuguckt, wie das Feuer ausmacht. Wenn euch das Video gefallen hat, geht ein Daumen nach oben. Wenn nicht, dann ist das so. Wenn ihr keine Welt dran, die bis mir verpassen wollt, dann klickt auf Abonnieren und auf die Glocke. Dann verpasst ihr wirklich nichts mehr. Und ich würde sagen, auf Wiedersehen.